So, meine Lieben, wir sind zurück. Und zwar im Halbfinale der Herren, beziehungsweise offenes Doppel. Man sieht es jetzt gerade nicht, aber es ist Thomas Haas und Philipp Kutscherer gegen Jakob Heinrichsberger, der gerade am Ball ist auf der blauen Seite, und Marco Patrick Niedermeyer. So, es wird noch was weggewischt. Momentan bin ich noch alleine. Später wird Valentin Mehner zu mir stoßen und mich unterstützen. Und los geht's. Thomas Haas auf Rot in der Verteidigung. Bringt den Ball ins Spiel. Wir haben schon im vorherigen Spiel eigentlich gesehen, im Viertelfinale. Also wirklich sehr, sehr schönes Schliffspiel. Und Thomas Haas, mal sehen, ob er dort anknüpfen kann. Jakob ist auf jeden Fall ein Spieler, der sehr viel Druck macht, auch in der Verteidigung. Und da, das hat eigentlich wie ein rechter Winkel für mich ausgeschaut. Sehr, sehr stark. Jakob Heinrichsberger nun am Ball in der Füllung auf der Fünf. Big Save von Marco Patrick Niedermeyer. Ja. Der letzte kontrollierte Schuss wird jetzt besprochen. Okay. Sie sind sich einig, Thomas Haas bringt den Ball ins Spiel. Die letzte kontrollierte Aktion war von Jakob Heinrichsberger, glaube ich. So, Philipp Kutscherer eben mit seinem bekannten Tic-Tac-Spiel. Und jetzt auf der 3 rechts lang ist sein Favorit. MPN wird er sicher wissen als erfahrener Spieler. Also Marco Patrick Niedermeyer, genau, und der ist der Rechtslang und er wird geblockt. Marco auch ein sehr erfahrener Spieler, auch mit sehr schönem Oldschool auf allen Reihen. Das ist natürlich ein Vorteil in der Offensive als Verteidiger. Aktueller Stand in diesem offenen Doppelhalbfinale, 0:0 in Sätzen und 1:0 in Toren. Jakob könnte jetzt den Anschluss finden. Sehr schnelles Rocking auf der Dreierreihe von Jakob Heinrichsberger. So, wunderbarer Pass. Also Thomas Haas macht da wirklich einiges an Druck und jetzt ist auch Philipp Kutscherer am Ball mit dem Snake. Und ich freue mich auch an meiner Seite jetzt Valentin Mehner begrüßen zu dürfen. Hallo Valentin. Ja, hallo, grüß euch. Tut mir leid, die kurze Verspätung. Aber wir haben ja bis vor kurzem noch selbst gespielt. Und ich freue mich, dass ich jetzt gemeinsam mit Dominik dieses Halbfinale kommentieren darf. Ja, und ich freue mich wieder sehr, Valentin. Ja. Und da haben wir jetzt auch schon das Tor von Jakob Heinrichsberger mit 2:1. Ja, Valentin, du hast noch nicht viel verpasst. Das ist der erste Satz, es steht 2:1. Bisher Thomas Haas, er ist das Tor von hinten aus der Verteidigung, super Pässe. Und Philipp jetzt eben am Ball, hätte die Chance, die Führung auszubauen. Marco und Jakob, ich weiß nicht, ob schon erzählt wurde, haben ja sehr kurzfristig nur zueinander gefunden, weil jeweils die Partner ausgefallen sind, aber es dürfte sehr gut funktionieren mit den beiden, also dass sie sehr gut zusammenspielen. Sie haben ja schon einige sehr starke Teams aus dem Bewerb genommen und ich bin sehr gespannt, wie sie jetzt gegen Philipp und Thomas tun. Jetzt wurde auch gerade der Ball gesäubert. Ja, das passiert sehr oft mit diesem Ball, dass er entweder Ölflecken bekommt
Ja, genau, es liegt halt auch daran, es sind halt einfach ein paar Spieler, auch der Wolfi, der hat ja vorher auf der Stange gespielt, der ölt, ich glaube, in jedem Timeout die Stange und da ist natürlich dann auch, wenn der Ball aufsteckt und zur Stange geht, wird er halt natürlich schmutzig. Das ist dann, mich persönlich stört das zum Beispiel nicht so, aber sehr viele Spieler wollen einfach nicht, wenn der Ball einen schwarzen Fleck hat, und was ich auch verstehe, und säubern dann immer den Ball gleich. Es passiert auch bei dem Ball oft, wenn er leichte Kanten bekommt, dass dann mal ein Haar oder irgendein Staubkörnchen oder so dran hängen bleibt, und sehr schöner Schuss von Jakob jetzt. Irrsinnig wichtiger Schuss. Gut abgewartet, bis der Thomas wieder in die Mitte fährt. Und das war auch der Ausgleich zum 2:2. Ich glaube, 2:0 waren Philipp und Thomas vorne, oder? Genau. Ich bin sehr gespannt. 2:1 war es, 2:1, glaube ich. Ja. Ich glaub, es Was ich bin sehr nicht. Gespannt bin, ist das Mitte-Duell, weil beide eine sehr starke Mitte haben, aber auch eine sehr unterschiedliche. Kannst du uns da vielleicht ein bisschen was zu den Mitte-Stärken von Philipp zum Beispiel mal erzählen? Ja, also der Philipp spielt irrsinnig schnell hin und her und macht irrsinnig viele Fakes und schaut sich jetzt einfach ganz genau an. Und wenn man einmal kurz nicht aufpasst oder wenn man einmal was macht, was erwartet, kommt dann sofort der Pass, Bande oder fällt, und das macht einfach irrsinnig gut. Da habe ich mir, ihr werdet es eh alle gesehen haben, da habe ich mir auch richtig, richtig schwer getan, das zu blocken. Ein, zwei Mal ist mir gelungen, glaube ich, ganz gut, aber das ich ist beim, schon öfter, beim, ja. beim Philipp einfach, der schaut das so genau an und ist so unglaublich schnell, also das ist richtig schwer zu verteidigen. Weil er auch einfach so eine gute Ballkontrolle hat und es nimmt auch das Timeout. Ich bin gespannt, ob sie jetzt wieder wechseln oder ob der Philipp vorne bleibt. Gegen euch ist er da hat sich ja eigentlich auch der Philipp dann auf Tor schwer dann. Voll. Und hat eigentlich gut gehalten, der Philipp Meierhofer. Und ja, bisher ist die Quote, ich denke, relativ noch okay für Philipp, und deshalb sagt auch Thomas, bleib vorne, Philipp, ich glaube an dich. Ja. Ich glaube, das ist auch ein bisschen von Thomas einfach, dass er Philipp auch die Sicherheit geben will, weil er weiß, dass wenn der Philipp sicher schießt, dass das sicher für die einfacher ist, auch die Quote zu gewinnen. Sehr gut, und jetzt ganz wichtiger Ball, eben rechts lang die Stärke, deshalb tappt auch er nach links. Aber MPN halt auch wirklich ein solider Verteidiger. Ja, definitiv. Der ist auch absolut, hat die Ruhe weg. Der hat da überhaupt kein Problem. Der ist ja nicht nervös, ist auch der erste Satz erst. Ich bin gespannt, ob es dem Marco gelingt, dass er dem Jakob mit Bett besorgt. Weil das machen halt beide sehr stark. Also Philipp und Tommy. Ja. Philipp und Tommy machen das sehr stark beide, dass sie einfach die Bälle behalten, die der Verteidiger rausschießt. Also ja, sogenannte Magneten, wie ich die gerne nenne. Ja. Ballmagneten. Die haben irgendein Geheimnis. Ja. Da ist er, der Markus, sehr stark. Super da. Schuss, ganz wichtig. Und jetzt auch die 3:2 Führung. Und jetzt ist natürlich der Druck schon ein bisschen höher auf Philipps Anspiel auf der 5. Genau, 3:2 für Blau. Aber eben ist jetzt das sehr, oder die meisten Spieler spielen einfach den Ball langsam zwischen den unteren beiden Mittelfiguren hin und her und spielen dann Brush oder Bande oder auch den Geraden. Aber der Philipp spielt einfach irrsinnig schnell hin und her. Und hat jetzt ein bisschen Glück, dass der reingeht zum Ausgleich. Aber der Philipp spielt einfach zwischen den unteren drei Figuren irrsinnig schnell hin und her, und da kommt man dann oft gar nicht mit dem Verteidigen. Sehr schöner Wallstick-Pass vom Jakob, ja. Richtig schön, und jetzt auch ein ganz wichtiger Ball zum 3:3. Ja. Und hat jetzt ein bisschen verrudelt. Und Tommy probiert gleich den schnellen Pass, aber Philipp konnte den jetzt nicht unter Kontrolle bringen. Der war aber wirklich eigentlich super reagiert vom Thomas, super schön aus. Aber ich glaube, die beiden haben halt doch auch ein bisschen weniger auch Erfahrung im Zusammenspiel. Ja. Wobei ich glaube und ich mir auch sicher bin, dass die sehr, sehr viel darüber sprechen und sich sehr gut abstimmen. Und die haben schon einen Matchplan. Nein, absolut, genau. Aber ich sag mal, ein, zwei Turniere noch zusammen und der Philipp hat den in 90 sehr fair. Ja. Das glaube ich auch, ja. Aber eben, das sind so Kritik auf dem Niveau, wirklich die Feinheiten. Sehr wichtiger Ball. Ich sage immer wieder 3:3, ein unglaublich wichtiger Ball. Und vielleicht auch jetzt eine gute Idee, wenn sich der Jakob und das nimmt er sich auch, das Timeout, das habe ich schon erwartet jetzt. Ja, das ist wirklich diese 3:3-Situation. Benny Wilford hat das ein bisschen erzählt auch. Einfach, das ist der Ball, der entscheidet alles, in welche Richtung das geht jetzt. Definitiv. Und dann, wenn man sich da Zeit nimmt und auch ein bisschen Druck aufbaut, also man sieht jetzt an der Körpersprache, da ist ein bisschen weniger Gelassenheit als in den Spielen zuvor von den Spielern. Ja, und es ist einfach, wenn man das
bei 3-3 den Ball kriegt und wenn man bei 3-3 den Ball kriegt und dann bei 3-4 die Angabe hat, das fühlt sich meistens gar nicht so gut an, weil man unter Druck ist, dass man ihn schießt halt. Und Jakob kann jetzt den ganz wichtigen zum 4-3 machen, weil man unter Druck ist, dass man ihn schießt, einerseits, und andererseits weiß man, selbst wenn man ihn schießt, muss man dann noch einen blocken. Also ist schon deutlich angenehmer, bei 4-3 zu verteidigen. Nein, absolut. Also so nachdenklich habe ich eigentlich Philipp und Thomas noch nicht gesehen heute. Also im Spiel gegen euch war da natürlich deutlich weniger Druck. Aber die beiden wären, also wenn welche das noch umdrehen können, dann natürlich die beiden. Viel Erfahrung. Ja, absolut. Und die wissen auch genau die Situation und deswegen nimmt sich der Philipp auch das Timeout und will es natürlich ausgleichen, um zu schauen, ob der Jakob dann souverän vorspielt und schießt. Aber Jakob nimmt sich gleich den weg. Das ist genau, was ich vorher ein bisschen gemeint habe. Der Jakob hat jetzt einfach quasi eine Gratis-Chance zu blocken, weil er weiß, er kriegt ihn dann nochmal bei 4-4. Genau, der hat auch einfach spekuliert und blieb stehen. Hat sich da nicht verunsichern lassen. Ja. Aber Philipp findet ihn jetzt lang nach unten. Schön drüber geschossen, auch wenn er ein bisschen schräg war, aber der wäre sowieso reingegangen. Und jetzt der Entscheidungsball für den ersten Satz. Und das ist, glaube ich, auch schon die Situation, wo ein bisschen so die Richtung vom Match entschieden wird. Ein Timeout hat der Jakob jetzt noch. Ja, und das nimmt er sich auch gleich. Das auch, ja. Aber jetzt vielleicht bevor der Ball drinnen ist, wen siehst du als Favoriten? Also ich muss sagen, vor dem Match hätte ich mich auf jeden Fall für Thomas Haas und Philipp Kutscher rausgesprochen, die zum Beispiel auch 2019 die ÖM eigentlich gewinnen konnten, also den offenen Bewerb. Stimmt, ja. Und die anderen beiden, die haben das so spontan gemacht, aber der Jakob und der MPN haben beide schon gezeigt, dass sie mit jedem Spieler harmonieren, mit vielen verschiedenen Partnern. Also am Papier sicherlich Philipp und Thomas die Favoriten, auch wir sind ja auch als Nummer 2 gesetzt. Ja. Aber jetzt sehen wir gleich, was macht der Jakob. Hat mir grundsätzlich gut gefallen, dass ich lange Zeit lasse, aber dann gleich nach dem Tap, da weiß ich nicht, ob er genug Zeit hatte, um wirklich zu schauen, was der Thomas macht oder ob das ein bisschen auf Verdacht war. Vielleicht hat er auch schon vorher was gesehen. Da war auch der Reset-Call und Jakob hat den sofort den Start gegeben. Ja, da hat er viel gekämpft. Ja, das sind vier so Weltklasse-Spieler, dass da ist das mit den Fouls, das weiß eh jeder, wann was ist. Das war auch bei uns in der Partie, wenn ihr das gesehen habt. Also ja, ein, zwei Mal waren halt so Situationen, wo einfach ein Foul war und das wissen halt alle vier am Tisch, was jetzt war und machen auch sofort ohne Diskussionen. Also das gefällt mir immer sehr gut auf einem gewissen Niveau, dass da einfach keine Diskussionen sind. Genau, ja. Und jetzt, MBN hat ja auch heute schon jetzt geschossen. Ich sehe da schon auch ein Loch für ihn. Ja, hat auch den Pass probiert jetzt. Vielleicht will er damit auch den Philipp ein bisschen aus den Löchern rauslocken. Der riskiert auch ein bisschen, der Philipp. Aber der landet auf der 5 von Philipp. Beide Teams haben jetzt kein Timeout mehr in dem Satz. Also da gibt es keine Unterbrechung mehr. Und jetzt die Chance für Philipp, den Satz zuzumachen. Ja. Und er nutzt den Ball. Ja. Nicht der schönste Etwas Tor. Etwas glücklich, aber offen. Offenbar, sagt er, ja, da hat er recht. Ja. Ah, der war definitiv spannend. Ja. Ja. Jakob hat auch die Chance gehabt auf der 3. Also das war jetzt sicher sehr stark für, also sicher ganz, ganz wichtig für Philipp und Thomas. Und das können sie jetzt nicht sehen, aber sie sind jetzt auch ein bisschen weggegangen vom Tisch und haben jetzt sicher einige taktische Sachen, die sie sprechen wollen, wo das ja keiner hört sozusagen. Ja. Wir haben leider in den Katakomben sozusagen keine Kameras, aber sie kommen jetzt auch wieder zurück zum Tisch und wollen jetzt natürlich gleich auf 2-0 erhöhen. Aber ich finde, wir haben gesehen, Jakob und Marco sind durchaus dran und haben auch die Chance gehabt, den Satz zu machen. Und ich glaube, dass das kein Selbstläufer wird für Philipp und Thomas. Und sie sind auch, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr angespannt und wissen einfach um die Wichtigkeit und dass sie keinen Ball herschenken dürfen gegen die beiden. Weil der Jakob ist halt einfach ein Riesenkämpfer und das weiß auch der Thomas, das hat auch gestern im Einzel gesehen. Die haben im Einzel gegeneinander gespielt, da hat der Jakob sich durchgesetzt und da konnte ich ein bisschen zuschauen bei der Partie und der Jakob ist einfach ein wirklicher Kämpfer. Und wieder wunderschöner Wollstück. Und wir sehen, Thomas und Philipp haben getauscht. Erstmals. Ja, da kommt sofort der Call, dass er angerissen wurde, aber Thomas saved ihn dennoch. Ja, Baby! Und er macht ihn.
Stark, stark, stark. Das war vielleicht jetzt auch die taktische Überlegung, die sie gehabt haben, dass sie jetzt mal tauschen. Ja. Ich musste leider das Replay unterbrechen, da das Spiel sofort weiterging. Was ich auch interessant finde, weil sie haben den ersten Satz gewonnen und dennoch taktische Änderungen gemacht, weil sie einfach gemerkt haben, okay, das wird knapp und vielleicht wollen sie es. Genau. Jakob jetzt mit der schiefen Option, die ja Absicht war, zumindest seiner Reaktion zufolge. Und ja, es war auch ein Reset wieder vom Philipp, aber beide, wie wir schon gesagt haben, sehr fair. Natürlich viel Druck und sie kämpfen sehr auf der 5. Und das ist auch schwierig, weil eben der Philipp macht so viele Fakes, dass man da einfach oft nachher mal schnell wohin reagiert, weil man einfach glaubt, jetzt kommt der Pass und dann manchmal halt zu schnell ist und die Bande fährt, was dann den Philipp natürlich stört. Aber ja, der provoziert sozusagen ja. Diesen Reset, ja. Und das ist halt, aber ich sage immer, Fouls gehören auch dazu. Das ist ja beim Fußball auch so, da passieren auch unzählige Fouls jedes Spiel. Und solange nachher das fair ist, ist das, finde ich, absolut genau, okay und verständlich auch. Bisher, weil er eben das Eingeständnis und bisher waren sich da alle wieder komplett einig und genau so soll es laufen, ja. Jetzt ist aber eine Diskussion, wo wir sagen, wo sie nicht ganz sicher sind, ja. Ich habe das auch nicht als Foul gesehen. Ja, können sich auch sehr schnell einigen jetzt. Das war jetzt aber eindeutig ein Foul, das genau, traue ich mich auch von hier zu sagen. Ja. Dominik, weißt du, was der Rekord ist an gleichzeitigen Zuschauern? Ich weiß nicht, du kommentierst sehr oft, aber wir haben jetzt 60. Also 60 ist absolut eine Spitzenleistung. Ja. Also da sagen wir auf jeden Fall Hallo an alle. Ja. Es freut uns total, dass ihr einschaltet. Und 60, teilt zurück weiter. Das können noch mehr werden. Ich glaube, der Rekord ist es noch nicht ganz. Aber ja. Wir sind schon sehr gut dabei. Ja, vielleicht schaffen wir es ja dann bis zum Finale, dass wir dreistellig werden. Weil was gibt es Schöneres, als an einem Sonntagabend ein bisschen Tischfußball zu schauen? Mir fällt nicht viel ein, ne? Na, so. Bekommt den Ball etwas glücklich, Jakob? Ja, das sind aber auch die Situationen, da muss man dann halt dort sein, da muss man hinfahren. Und das schaut dann oft ein bisschen glücklich aus. Aber es gibt auch viele Spieler, die halt nachher einfach vorbeifahren oder die das nicht so im Griff haben und dann fällt es einem halt nicht auf, aber das ist schon eine große Qualität, die beide haben, auch der Philipp. Dass sie einfach diese Loose Balls, die wo herumfliegen, catchen, so wie auch den jetzt. Mhm. Und die Chance zum 3:1 von Jakob. Der Jakob. Und er blockt den Philipp da ungewöhnlich gut, das sehe ich nicht oft. Ja, das. Starke Leistung. Da ist das Teil. Ja. Ja. Also. Da wird gescherzt. Der Jakob ist der guter Dinge, glaube ich. Ja? Ja, nach der Leistung verstehe ich das auch. Ja? Die vier Spieler kennen sich auch alle, ihr sind nicht gut. Und das finde ich auch immer schön, dass nach dem Timeout mal geschätzt wird. Das war bei uns auch so, weil man sich einfach gern mag und gut versteht. Und das ist ja trotzdem immer noch freundschaftlich. Und das ist, so soll es auch sein, finde ich. Da kann ich mich nur anschließen. Nein! Oh, da wird wieder etwas glücklich. Die gerade Option. Jakob. Da würde ich echt gerne das Replay sehen. Leider keine Zeit dafür. Das Spiel geht weiter. Und unser Aufruf hat genutzt, weil es sind jetzt schon 67. Ja, und Philipp macht dieselbe Option. Ja. Ja, wir sind willkommen in Österreich. Leute, die Nachbarn aus dem Bett, alle müssen Einschaltung. Das wird die beste Folge des Jahres. Ja. Wer sind heute unsere Gäste? Ja, vielleicht schafft es ja wieder mal, dass ein Tischfußball dabei willkommen in Österreich ist. Bisher gibt es ja nur einen und das war der beste Spieler, den es in Österreich jemals gab, der Dalibor Suviac. Aber da war Willkommen in Österreich noch eine andere Sendung. Ja, die hat sie auch Willkommen in Österreich. Die hat auch Willkommen in Österreich geheißen und das ist es gibt es auch noch auf YouTube, also wenn ihr mal Zeit habt und jetzt, also nicht jetzt bitte, jetzt schaut es dazu, aber wenn ihr Zeit jetzt habt, soll man diesen langen vom Jakob anschauen, der war wirklich Wahnsinn. Und der Marco hat ihm auch gerade gesagt, du bist ein Fangviech und das ist genau, was wir vorher angesprochen haben. Jakob catcht sich einfach alle Bälle, die bei ihm nur in der Nähe sind. Richtig stark von Philipp, ja. Also seine Quote ist gerade auf der 3 auch absolut sauber. Die ist gut, aber wie du vorher richtig gesagt hast, der Jakob blockt ihn einfach irrsinnig gut auf der 5 und hat jetzt auch die Chance, den Satz zuzumachen. Und das macht er auch, aber ja, sehr glücklich. Der dreht sich dann zwischen den Figuren durch und mit der Stange rein. Aber
Ich sag mal, in dem Satz auch ein bisschen das Glück des Tüchtigen. Ja, das sehe ich genauso. Das Glück gehört dazu, das gibt es überall in jedem Competition, in jedem Sport. Wenn und Tommy hat auch gerade gesagt, wenn ich das richtig verstanden habe, den muss er haben und ärgert sich auch ein bisschen, dass er ihn nicht gehalten hat. Ja, gar nicht so über das Glück, weil der hätte, ja. Den kann er raus, den kann er saven. Ja. Ja. Ich meine, man saved er den auch, denke ich. Ja, in 8 von 10 Situationen. Du weißt das wahrscheinlich als Verteidiger besser, aber ich glaube, es gibt fast keinen Ball, den man eigentlich gar nicht halten kann. Also ja. Es ist schon sehr oft, dass man sich natürlich ärgert, weil es ein bisschen glücklich war. Aber es ist nachher doch auch so, dass eigentlich viele Bälle durchaus haltbar sind. Ja, genau. Also auf hohem Niveau, vor allem die Top-Verteidiger, die haben das alle. Ich sage, gerade auf dem niedrigen Niveau ärgern die sich manchmal häufiger, aber obwohl sie eigentlich den wirklich haben hätten können. Und den Tipp gebe ich eben an alle, die da noch neu dabei sind. Nicht ärgern, drüber nachdenken, wie ihr den safen könnt. Ja, genau. Und weil das Ärgern, das bringt einen nur selber raus oder den Partner oder beide und hat eigentlich gar keinen Effekt. Ja. Weil einer, der es zum Beispiel absolut großartig macht, ist der Wolfgang Breuer. Also der, ich scherze manchmal mit ihm, dass ich ihm jetzt mal endlich ein Glückstor schießen will, aber das ist, es ist fast unmöglich. Nicht, es ist fast unmöglich. Einmal habe ich es geschafft, glaube ich, aber... Ich hoffe auf Stream. Ja, nein, das war bei einem kleineren Turnier in Graz. Schade, ja. Den Beweis muss ich nicht sehen. Ja. Ich glaube, da werde ich ihn fragen, wenn er später im Interview vielleicht ja, zu sehen ist. Ja, ja, durchaus. Frag ihn mal, da freut er sich sicher. Ja. So, dritter Satz, 0:0, 1:1 in Sätzen. Ja. Solider Schuss. Ich glaube auch, dass Philipp und Thomas sich durchaus bewusst waren, dass der erste Satz nicht so eindeutig war und dass den durchaus auch Jakob und Marco gewonnen haben und deswegen auch immer weiter darüber gesprochen haben. Und Jakob jetzt einmal mit dem schnellen Mittelschuss und auf diesem Niveau ist es auch durchaus selten, dass ein Mittelschuss funktioniert, weil einfach die Verteidiger und auch die defensive 5 meistens so aufmerksam ist, dass das sehr selten funktioniert. Genau, das haben wir auch vor dem Spiel Bieringer Lehr, beispielsweise vorher gegen Breuer Mai auch gesehen. Wolfi hatte die da alle. So, Jakob wieder auf der 5. Wieder etwas glücklich. Wollte ihn hier. Sie sind gerade unsicher. Ja. Also, ja, jetzt gibt es eine Diskussion. Ja. Ne? Ich hoffe, ihr hört das alle. Ja, das kann man. Ja, ja, aber also trotzdem verschiebt sich ja der Tisch vorher. Ich stehe hier und habe ja keine Chance mehr. Der kommt also. Ich glaube, wenn die Spieler sich uneinig sind, wird es auch eine Videoanalyse geben, ja, beispielsweise? Wir wissen ja, was passiert ist. Okay. Gibt so dieses aktive Foul, das da besprochen wird? Ja, ich traue mir jetzt auch das gar nicht zu beurteilen, weil man, wenn man so weit vom Tisch weg sitzt, dann kann man das auch oft schwer beurteilen. Also ja, jetzt die Frage. Also vom Gefühl her hatte ich keine Chance, den Ball zu halten, weil der Tisch woanders steht. Ja, aber ich kann ja da trotzdem drauf reagieren. Aber ich muss ja vorher, muss ich mich eigentlich durch den Schlag, müsste ich schon irgendwie, also stehe ich plötzlich nicht mehr da, wo ich stehen muss, weil der Tisch weiter weg ist und dann kommt der Ball schräg aus. Ich habe jetzt für diese Situation im Regelwerk einfach eben nichts im Kopf. Kann es ja einfach nicht sagen, aber es ist halt einfach ein Pass. Für mich ist er ist nicht dran und ich fahre halt dann rein. Ein Jar, der den Tisch bewegt, ist ja dann schon noch Ablenkung in dem nächsten Zeitbereich, in dem was passiert. Also, wenn kannst du nicht so genau sagen. Also. So, ich weiß nicht, wie sehr ihr das hören könnt, aber die Diskussion ist jetzt die, dass der Jakob sagt, er hat zwar geschlagen, aber den Ball noch gespielt und der Thomas hat ihn quasi nicht berührt und der Thomas argumentiert, dass der Jakob beim Schlag den Tisch bewegt hat und dadurch der Thomas abgelenkt war. Im Chat schreiben jetzt schon einige, oder zwei von euch schreiben, dass sie es nicht als Foul gesehen haben.
Ich traue mich jetzt das nicht so beurteilen, aber ich bin tendenziell auch eher der Meinung, dass es kein Foul war. Aber wie gesagt, ich traue mir kein Urteil zu, weil ich auch nicht am Tisch gestanden bin und auch nicht gesehen habe, wie sich der Tisch bewegt hat, ob er sich bewegt hat. Genau, aber ich glaube, es geht ja gar nicht. Ich glaube, Sie sind sich eher auch im Sachverhalt, sind Sie sich einig. Genau. Nur in der Theorie, ob das nun als Foul gilt. Genau. Und Kevin Hunsdorfer, die Legende aus Österreich, die leider nicht teilnehmen konnte an diesem Turnier, spricht sich für kein Foul aus. Und auch Hele. Das ist das Halbfinale, lieber Felix. Und das Tor zählt nicht. Der Ball wird wiederholt. Der Ball wird wiederholt auf der Füllung. Wieder eine faire Lösung, finde ich, wenn sich die Spieler einfach nicht einig sind, dass sie den Ball nochmal spielen. Und Jakob aber ist nochmal mit der Chance zum 2:0 und kann ihn sich jetzt auch vorpassen und legt ihn sich wieder zum Start auf. Und sehr schnelle Option zwischen die Figuren. Also entweder war das jetzt der Verdacht oder hat sich das vorher auch schon mal angeschaut, dass der Thomas ein bisschen auseinanderfährt. Und Philipp wird schon wieder unter Druck, dass sie auch in dem Satz dranbleiben. Genau, total befreiend auch für Jakob nach dieser Diskussion. Chip. Locker durchspielen zu können und zu verwerten. Ja. Und Philipp aber auch auf der 3 unter Druck, lässt sich lange Zeit und findet das Loch ganz lange. Wirklich wunderschöner Schuss und jetzt auch wieder der Change. Sie haben beide ein bisschen Probleme gehabt, vor allem Philipp den Jakob zu blocken. Jetzt bin ich gespannt, wie der Thomas darauf reagiert. Wieder wunderschöner Pass auf die mittlere Figur. Den mag ich so gern. So schön, dass er jetzt gespielt wird. Jakob spielt, ist wirklich gerade super drauf, muss man sagen. Philipp hat eine ganz andere Deckung gezeigt, ganz langsam, hat sich sehr wenig bewegt, aber der Jakob hat sich nicht beeindrucken lassen, hat ihn lang drüber geschossen, hat sich das genau angeschaut und sie sind jetzt 3:1 vorne. Absolut unter Zugzwang jetzt rot. Ja. Spielt jetzt auch den geraden Barsch, mehr oder weniger. Philipp und jetzt einen schnellen Pin. Puh. Das wirkt schon nicht mehr so selbstsicher. Viel geplänkt jetzt und Jakob stoppt sich den Ball, nimmt sich das Timeout sehr souverän. Na, richtig gutes Timeout, sich da den Ball so zu geben bei 3:1, da jetzt in Ruhe weiterspielen zu können und die Vor Chance nach diesem, langen Geplänkel. Wo der Philipp wirklich alles gegeben hat. Aber irgendwie ist der Ball trotzdem beim Jakob auf der 5. Oh, Dominik sagt, er schätzt, dass Thomas auch den Lauf von Jakob unterbrechen möchte. Bin ich ganz deiner Meinung. Genau, Dominik Wodke ist das, nicht ich. Ja, richtig. Was ist aus dem Chat jetzt? Und Thomas im Chat ist jetzt auch Thomas Wagner und nicht Thomas Haas. Ja, aber Jakob war da komplett unbeeindruckt und hat nicht gelockert. Vorne gepasst. Ja, so, das war ein eindeutiges Foul. Das haben wir auch gesehen, wird auch nicht diskutiert. Genau, und die Chance zum 4:1. Hat man gesehen, er hat ihn ganz klar an der unteren Figur auf der Fläche gehabt und dann ist der Schlag gekommen, dadurch konnte er nicht stoppen. Und wieder die Chance zur kleinen Vorentscheidung im dritten Satz zum 4:1 und trifft auch. Jakob ist jetzt spielt jetzt sehr viele grad und kurz. Gefällt mir sehr gut, was er macht. Jetzt ging der Bandenpass mal. Philipp hat gerade ein bisschen seinen Rhythmus geändert. Ja? Den hat der Jakob vorher schon oft abgenommen. Im anderen Rhythmus. Aber die 3 zählt jetzt. Die 3 muss sitzen. Schießt neben das Tor. Da ist zu viel Druck einfach im ganzen Match. Marco jetzt auch vermehrt mit Pässen und da sieht man, dass sie sich sehr gut eingestellt haben schon, nachdem sie erst gestern Abend, ich kann es nur nochmal sagen, ausgemacht haben, dass sie miteinander spielen, auch mit den Pässen und sind sich da sehr sicher und fühlen sich sehr wohl zusammen offensichtlich. Auch wenn natürlich beide sowieso zwei Topspieler sind, mit denen immer zu rechnen ist im Doppel, aber Doppel müssen auch schon gut eingespielt sein. Philipp ärgert sich jetzt sehr, dass er auf der... Ja, es wird ja schon gesagt, dass Philipp ein bisschen auf die Zeit achten soll. Ja. Weil es ist ja auf den Stangen bis auf die 15 Sekunden das Limit. Genau. In der Mitte 10 Sekunden, ich nehme an. Ja.
Genau, dass ihrer Meinung nach das überschritten wurde. Sowas ist aber total schwer einzuschätzen, deswegen ein Side-Riff. Und ohne Schiedsrichter gibt es auch keinen Zeitfall. Und Jakob jetzt mit der Chance, 2-1 Sätze in Führung zu gehen und mit einem sehr eindeutigen dritten Satz. Lasst sich jetzt länger Zeit und jetzt kommt auch der Lange runter. Die Freude ist groß beim blauen Team und jetzt die 2-1 Führung. Der Satz war jetzt sehr eindeutig. Glaubst du? Mit 2-1 in Sätzen und 5-1 der dritte Satz. Ja. Wahnsinn. Glaubst du, dass es wieder ein bisschen in eine andere Richtung geht? Oder glaubst du, machen Jakob und MPN das jetzt so souverän weiter und zu? Also ich muss ehrlich sein, der Jakob hat so das Momentum auf seiner Seite. Und die Körpersprache von Thomas und Philipp, das habe ich noch nicht erlebt. Also die verstehen da, glaube ich, auch gar nicht, was da passiert. Wie ist das, dass der Jakob da so eine 120% aufgeigt? Aber ich muss echt sagen, der Jakob, der hat mit so vielen verschiedenen Partnern zuletzt eigentlich Leistung gezeigt. Das war bei der österreichischen Meisterschaft, bei der ÖM. Stimmt, ja. Im Klassik hat er gewonnen zum Beispiel mit Wolfgang Breuer ganz knapp im Finale gegen Schöpf Hunsdorfer. Ja, genau. Im Klassik hat er mit Sascha Gauthier gespielt. Ja, genau. Und auch gewonnen. Und ja, er zeigt wieder mal, dass er auf jeden Fall es sich verbessert, der Kapitän des Nationalteams auf jeden Fall zu sein. Ja. Und jetzt kommt es genau darauf an, Dominik Wodke, was du im Chat schreibst, nämlich dass Thomas und Philipp mal den Lauf vom Jakob brechen müssen jetzt. Aber wenn der so sicher durchpasst und dann so sicher scored, was kann man da machen, Valentin? Es ist ganz schwierig. Besser spielen ist natürlich immer eine gute Idee, aber einfach mal ein anderes Bild zeigen, ein anderes Bild, auf das er schießt und eine andere Defensiv 5 mal ausprobieren, einfach was irgendwas ändern am Spiel. Und natürlich auch offensiv souverän sein und vielleicht den Jakob mal unter Druck setzen und schauen, ob er unter Druck auch noch so gut spielt. Aber jetzt im dritten Satz hat der Jakob einfach offensiv vom Philipp kein Druck bekommen. Und wieder ein kleiner Fehler beim Philipp, dass er den Ball auf der 5 nicht stoppt. Und Jakob abermals die Chance, um vorzupassen. Wieder ein sehr schöner Bandenpass. Fühlt sich sehr gut und ich bin gespannt, ob der Thomas ihm jetzt einmal besser halten kann. Wieder den kurzen runter. Was für eine Maschine. Wirklich. Und vor allem großer Respekt Jakob, weil der Jakob war maßgeblich an dem ganzen Streaming-Aufbau beteiligt und an dieser Stelle auch mal ein riesiges Danke für alles, was er da gemacht hat und geleistet hat, auch in den letzten Tagen. Ich weiß, dass er schon am Donnerstag irrsinnig lang da war und einfach großartig, Jakob, dass wir jetzt da sitzen dürfen und kommentieren dürfen und 74 Leute daheim zuschauen und das alles eine super Qualität hat. An dieser Stelle Leute, das ist auch mal ein Riesendanke an den Jakob. Bei dem Match verstehe ich das auch. Definitiv. Da werden noch mehr einschalten, glaube ich. Ah, Philipp, jetzt mal, vielleicht war das jetzt ein bisschen das, was er gebraucht hat, auch mal ein schneller Einsatz. Der Befreiungsschlag. Genau. Ja. Der holt sich da selber raus. Ja. Und Marco will das aber auch gleich wieder unterbinden, nimmt den Timeout und will da gar nicht viel Momentum aufkommen lassen. Ja. Ja, Jakob ist aber noch guter Dinge, so wie es aussieht. Lässt sich da nicht verunsichern. Ah, ja, guter Block von Philipp und bekommt er noch gleich auf die 3. Und jetzt natürlich die Riesenchance. Jetzt über wenig Zeit und Marco gar nicht. Ja, der Philipp ist ja gerade ein bisschen ein Chancenfriedhof. Ja, so darf man das nicht sagen. So extrem würde ich das nicht formulieren, aber ich glaube, dass er jetzt ein bisschen. Philipp möchte jetzt unbedingt gut ins Spiel finden und unbedingt Tore schießen und wollte das noch so möglichst schnell reinhauen, auch nachdem er sich mal geblockt hat und das ist ihm aber nicht gelungen. Ich glaube, er will einfach dieses Momentum bekommen jetzt. Und das war sicher so ein Versuch, das mal aufzubauen, aber der Marco lässt sich nicht beeindrucken und spielt das ganz ruhig und ganz souverän weiter und ein wunderschöner Pass durch die Mitte und die Chance zum 2-1 für Jakob. Und dann wird es, glaube ich, schon langsam wirklich eng, auch für Thomas und Philipp. Aber jetzt ist Thomas auch wieder da und das macht auch einen starken Verteidiger aus, dass er dann, wenn der Stürmer ein bisschen Probleme hat,
auch den wichtigen Ball haltet. Ja, Thomas Hase auch ein Weltklasseverteidiger. Ein schöner Passversuch von Mbappé, aber er ging Philipp, der ist ihm zu langsam, den hat er. Thomas hat das Spiel eröffnet mit einem Schub rechter Winkel. Und seitdem den habe ich noch, den konnte ich noch nicht sehen. Ja, relativ still um ihn von hinten in der Offensive geworden. Ja, ich muss sagen, Thomas hat gegen, also im Viertelfinale, also gegen Philipp Meierhofer und mich, einfach richtig gut auch von unten rausgeschossen. Das habe ich während der Partie gar nicht so verstanden, was er da gemacht hat, ehrlicherweise. Nachher hat er es uns erklärt, das war ein bisschen ärgerlich. Ja, jetzt ist ein wieder ein Foul, und aber auch wieder keine Diskussion. Das passiert einfach. Ich habe es vorher gesagt, Fouls gehören dazu. Und wenn das nachher auch keine Diskussion ist, finde ich das auch super. Genau, die Spieler versuchen da den Ball zu erreichen. Und sind dann genau vorbei, ja, sind zu langsam. Und wenn man halt ein paar Zehntelsekunden zu langsam ist, dann fahrt man halt dann die Bande weiter und dann passiert sowas. Philipp schießt wieder relativ schnell. Marco, ganz cool, lasst sich wieder sehr viel Zeit. Jetzt die andere Passoption, das hat eher wie ein Pass, der in einem Leonhard-Spiel ausgesehen hat. Ja, stimmt, mit seinem Chip, aber kriegt den Ball wieder, lässt sich wieder lange Zeit, macht es jetzt sehr überlegt. Und jetzt wieder die Tic-Tac-Option von Philipp, okay, ne? Entscheidet sich doch für den Snake. Ja, ich glaube, da schaut er sich mal ein bisschen an. Wenn man dann nachher nicht mitfährt, kommt vielleicht mal der Dumme nach unten oder so. Der ist aber wirklich gut, aber der Ja. Und, ist und jetzt ist Philipp da. Jetzt hat er sich auch ein bisschen länger Zeit lassen wieder. Und das war jetzt der Ball hat jetzt irrsinnig lang gedauert, aber war auch für beide Mannschaften ganz, ganz wichtig. Aber man sieht auch ein bisschen die Körpersprache von Philipp, jetzt hat ihm total viel gegeben. Ja. Der will jetzt wieder rein. Das war jetzt auch ein super schöner Pass mit der Kante an die Bande. Das sieht man nicht so oft, aber funktioniert dann auch oft, weil er eben nicht so ein gängiger Pass ist. Ja, Jakob probiert jetzt auch mal so einen kurzen Schlenzer. Ja, ungeduldig. Ja. Und Philipp jetzt mit der Chance zum 3-1. Ja, das ist die Chance, zurück ins Spiel zu finden. Ja, definitiv ein ganz wichtiger Ball jetzt für Philipp, auch für sein Selbstvertrauen, dass er wieder mal zwei hintereinander schießt. Gelingt ihm aber nicht. Marco bleibt da echt unbeeindruckt und macht dem Philipp wirklich nur, lässt ihn nur die ganz schweren Schüssen, zwingt ihn die schweren Schüsse zu machen, gibt ihm einfach kein einfaches Tor, dem Philipp. Sehr unangenehm auf den Marco zu schießen, ich mach das auch nicht so gern. Jakob hat den Ball wieder bekommen. Ja. Aus dem Spiel heraus sehr stark. Jetzt stehen sie wieder gut. Chance zum Ausgleich. Ja. Thomas scheint jetzt aber ein Rezept gefunden zu haben, wie er den Jakob haltet. Ja, der dürfte wirklich was umgestellt haben. Also der vierte Satz wird stark begonnen. Jetzt wird über einen Schlag gesprochen. Ja, war offensichtlich ein Schlag, war nicht ganz klar, ob sich Jakob gestoppt hätte. Sie einigen sich dass der Jakob den Ball auf die 5 bekommt, auch wieder sehr fair von beiden, keine großen Diskussionen. Auflage und wieder der Pass funktioniert sehr oft. Philipp ärgert sich auch zunehmend über diesen Pass. Und Jakob abermals die Chance auf den Ausgleich. Thomas blockt ihn aber gleich auf die 3 und das ist natürlich für einen Verteidiger ein großartiges Gefühl. Und Philipp, bin gespannt, ob er jetzt wieder mal. Ja, lässt sich länger Zeit. Timeout wichtig. Und was sagst du, wer schießt von den beiden jetzt? Lass du den Thomas schießen? Ja, ich denke schon, aber eigentlich, ich glaube, der Thomas wird ihm da jetzt Mut machen und ihm vielleicht einen Tipp geben. Ich persönlich finde das immer auch, also für den Stürmer ist es auch total angenehm, vielleicht die Schussauswahl dem Verteidiger sozusagen zu überlassen. Ja. Mhm. Dann fühlt er sich weniger verantwortlich und dann in einer fehlerhaften Aktion sozusagen fühlt sich nicht so schlecht. Und wenn der Thomas ihn bei jetzt sagt, zweimal hin und her und dann rechts lang, der geht sicher, dann bin ich auch sicher, dass der dann den auch gut schießen wird. Ja, und so, jetzt gibt es noch kurze technische Probleme mit Band sozusagen, aber genau, das ist gleich wieder aufgewickelt, hat sich jetzt gelöst und genau. Thomas wird jetzt probieren.
Und wir sehen auch, dass Jakob nach hinten gegangen ist. Das heißt, wir haben jetzt mal das Duell Jakob gegen Thomas, aber auf der anderen Seite vom Feld. Und die schnelle Option nach unten. Ganz, ganz wichtig für Thomas und Philipp. Sind 3-1 vorne. Philipp sagt jetzt auch, sie wollen das 4-1 machen, um den Satz quasi vorzuentscheiden. Und wenn das dann passiert, dann haben wir, was wir als neutrale Zuschauer alle sehen wollen, natürlich einen fünften Satz, der dann an Spannung eigentlich kaum mehr zu überbieten ist. Aber so weit sind wir noch nicht. Sehr schöner Einser von Thomas. Ich glaube, den hat er auch ein bisschen gewusst schon, dass der mal gehen kann und macht ihn jetzt einen guten Moment. Jakob verhudelt den Ball und Philipp nimmt auch das Timeout. Und wir sehen jetzt ein bisschen das, was der Wagi auch gerade im Chat beschrieben hat, was im Satz davor passiert ist, dass das ein sehr eindeutiger Satz für einen ist. Weil wenn wir uns erinnern, das 2-1 in Sätzen war 5-1 und jetzt sind wir auch kurz vor einem 5-1. Und ich muss sagen, es ist jetzt wirklich ein Wahnsinn, wir sind jetzt schon über 80 Zuschauer. Das heißt, ich glaube, wir schaffen heute wirklich die 100. Und da ist das. Ah, da war das Replay leider zu spät. So. Ja, damit 2-2 in Sätzen. Wir gehen in einen fünften Satz und ich muss sagen, mich freut das ehrlich gesagt schon bei der Performance. Ja. Und auch die Zuschauer. Also ich glaube, allein wenn dieses Spiel noch länger geht, da werden noch einige Zuschauer einschalten. Ja? Also schickt Nachrichten, teilt es auf Instagram, Facebook, überall. Schaut euch ruhig in den Pausen auch die neue TFPÖ-Homepage an. Die ist sehr gelungen. Und ich darf auch schon ankündigen, nach diesem Halbfinale im offenen Doppel wird das Damenfinale gespielt. Ellie McDonald spielt da gegen Berna Beatrice aus der Schweiz. Für mich ein absolutes Überraschungs-Damenfinale. Definitiv, ja. Also ich, ehrlicherweise, nachdem ich selbst bis so kurzem nicht so gespielt habe, habe ich die anderen Bewerber nicht so verfolgt. Ist aber sehr überraschend, aber freut mich vor allem für die Ellie. Große Gratulation auch jetzt schon mal. Eine super Leistung, dass sie im Finale spielt. Ja, nein, aber die großartig. Nein, natürlich, aber die Beatrice, die spielt auch noch nicht lange. Das ist eine Schweizer Dame, die fährt auch brav auf die Turniere. Und diese Motivation macht sich bezahlt, bei einem Masters im Finale zu stehen, nach 4,5 Jahren Spielzeit etwa. Absolut großartig, ja. Also wirklich Respekt. Oder, und ich bin auch schon sehr gespannt auf diese Partie. Jetzt einmal kurz danke, lieber Olli, für die netten Worte im Chat. Ich denke aber, das ist doch wegen der spielerischen Leistung und nicht, weil wir da ein bisschen was erzählen nebenbei. Ja, nein, so. Nein, da muss man jetzt nicht unnötig bescheiden sein, Valentin. Ich denke schon, dass das ein gutes Match. Konzentrieren wir uns. Wird auch gut kommentiert. Genau. Jetzt konzentrieren wir uns auf den fünften Satz. Und ja, Mo, ich gebe dir recht, das kommt nicht überraschend, weil das wollte ich auch noch sagen. Die Elli, man kriegt das mit, trainiert irrsinnig viel und ist sehr motiviert und genauso junge Spielerinnen und Spieler braucht es auch und das macht auch immer Spaß, das zu sehen im Tischfußball, dass sich der Sport einfach so weiterentwickelt. So, wir sehen jetzt 1-0 schon für Philipp und Thomas und Jakob konnte sich den Pass nicht stoppen, jetzt die Chance aufs 2-0. Philipp, unglaublich guter Monster. Catch, wirklich Wahnsinns-Catch. Schießt jetzt an die Stange. Der war super knapp. Ich glaube, da wäre ein Loch gewesen. Ja, der war an die Stange und dann raus, glaube ich. Ich. Vielleicht hat der Marco auch dann, das kann ich nicht so genau, konnte ich nicht so genau erkennen. Ich denke auch Stange, sehr wahrscheinlich. Aber ich glaube, dass das die Stange war, ist natürlich auch immer sehr ärgerlich. Da könnte ich, also vor allem wenn ich es nachher auf Video sehe, ärgere ich mich immer fürchterlich über die Stangenschüsse, weil das einfach so, wenn man die richtige Entscheidung trifft, aber. Ja, aber das macht ja den Druck aus vom Verteidiger. Da ist es 2-0 und jetzt. Schau dir das Momentum an. Und die Körpersprache von Philipp, der beißt, der will das jetzt. Und ich weiß auch, dass ich habe vorher auch mit Philipp ein bisschen geredet nach unserer Partie und der will das unbedingt gewinnen auch. Und also der ist wirklich motiviert und beide, und die, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, die reden sehr viel auch miteinander. Und also über das Spiel haben einen genauen Plan und die wollen dieses Turnier einfach unbedingt gewinnen. Und jetzt schaut es mal ganz gut aus, weil 2-0 Führung im fünften Satz gibt schlechtere Situationen.
Ja, der Jakob muss jetzt wieder zurück ins Spiel finden, zur Form von Satz 3. Genau. Er geht wieder zu dem Pass, der immer funktioniert hat, Bande abtropfen und zurück an die Bande. Und ich bin gespannt, ob er jetzt wieder eine Antwort auf Thomas hat, der ihn im letzten Satz sehr gut gezahlt hat. Er hat probiert es den Schnellen, kann gut gehen, aber ich mache es auch sehr oft, ist aber immer ärgerlich, wenn es dann nicht funktioniert, so wie jetzt. Wir haben schon lange kein Tor mehr von hinten gesehen eigentlich von Marco. Vielleicht hat er jetzt noch was in... Ja, aber er hat schon super riskiert in dem Satz. Hat noch was voll im Lange. Ja, aber der vorher, der ist ja ganz knapp hängen geblieben. Der war schon richtig gut. Thomas, muss man auch sagen, reagiert einfach hinten irrsinnig gut. Ich habe mir das auch vorwärts nochmal in der Partie, die wir verloren haben, das Viertelfinale angeschaut. Der Philipp Meyerhofer hat ein paar Mal einen super langen Schliff und der Thomas reagiert da einfach super hin. Und das macht er richtig gut. So, es kommt jetzt sehr viel im Chat. Elli ist echt super. Da können wir nur zustimmen, das haben wir schon gesagt. Danke auch für den Stream. Und genau, auch was der Waage sagt, wir spielen, glaube ich, alle das Spiel super gerne und wir freuen uns auch immer, wenn Leute so begeistert sind und vor allem junge Leute dazukommen, und weil davon lebt ja auch der Sport, dass immer neu wird. Thomas jetzt mit dem 3:0 von hinten, und das war, glaube ich, ein bisschen die Vorentscheidung. Es wundert mich jetzt ein bisschen, dass Jakob und Marco kein Timeout nehmen, um nochmal ein Spiel zurückzufinden. Weil, ja, es, okay, das ist sehr glücklich, weil ich wollte gerade sagen, es kann dann auch sehr schnell gehen. Aber natürlich besser ein Timeout auf der 3 als auf der 5. Ja, jetzt muss er wieder sich überlegen, was hat im dritten Satz besser funktioniert. Ja, die sind einfach gut reingestartet. Der erste ganz schnell 1:0 in Führung. Dann ist der Druck schon da und man selbst kann ein bisschen befreit aufspielen. Und dann steht es 2:0, der Druck wird immer größer. Und jetzt ist von Trust, möchte ich sagen, die letzte Chance. Weil ich glaube, wenn der Jakob den nicht trifft und so weit liegt nicht mehr so ein Fenster, dann sehen wir Kutscherer Haas im Finale. Aber Jakob hat das auch gewusst und hat ihn etwas glücklich zwischen die Figuren jetzt reingeschossen. Ein schöner. Nein, muss, das gehört dazu. Ja. Gute Reaktion von Marco, dass er mit Dormann so souverän noch hinfahrt und auch den Ball bei sich behält. Irgendwie habe ich im Gespür, dass wir noch ein wichtiges Tor von Marco sehen von hinten. Dem schließe ich mich an, der hat da schon ein paar Mal angeklopft in diesem Satz. So, und jetzt ist gerade noch 3:0 gestanden und ich habe gesagt, wir sind kurz zu einer kleinen Vorentscheidung, aber Jakob hat jetzt die Chance, jetzt wieder auf ein Tor anzukommen und spielt wieder den Bandenchip. Jakob auch teilweise sehr frech auf der Fußball, wenn man das so sagen kann. Und sie sind voll wieder da. So, wer hat jetzt das Timeout genommen? Ich glaube Philipp und Thomas, oder? Ja, muss sein. Ja. Also ohne es zu wissen, das muss eigentlich ein Timeout von ihnen sein, ja. Sie wollen da den Lauf unterbrechen. So, man sieht auch jetzt Jakob und Marco das Einschlagen auch schon gut einstudiert nach einem Tag. Haben sicher einige verdient schon gespielt, wo sie das gebraucht haben, sonst wären sie nicht im Halbfinale. Und Philipp, er würde sagen, der Kantelschräge. Ganz wichtiger Ball zum 4:2. Lasst sich jetzt lang Zeit. Und Marco, mir fällt auf, dass er jetzt auch mehr in die Ecken fährt. Marco, also deckt, weiß, dass der Philipp jetzt auch die schweren Bälle trifft und deckt das ganze Tor wieder ab. Und Philipp ist sich der Wichtigkeit dieses Balles durchaus bewusst. Und also ob es jetzt. Ja, ist eh nicht okay, aber schauen wir uns im Replay nicht aus. Es wird kurz überlegt, wie lang die Zeit vor dem Timeout war, weil nur dafür nur 50 Sekunden, aber nachdem ich, das habe ich eh schon erklärt, ohne Zeitschiedsrichter gibt es keinen Zeitfall, weil das kann im Kopf einfach niemand mitziehen. Man kann dem Gegner halt sagen, er soll vielleicht ein bisschen mehr darauf achten, manche Spieler bringen das auch raus. So. Philipp jetzt mit der Chance zum 4:2, was natürlich enorm wichtig ist. Marco kann aber hinreagieren und holt den Ball aus dem langen Eck. Und ist vielleicht jetzt der Moment fürs Tor von Marco? Nein. Vielleicht haben wir es doch einfach ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelegt, aber es war einfach so ein Ich glaube weiterhin dran.
Aber jetzt vielleicht will der Thomas Haas das auch erfüllen und den Einsatz zum Beispiel. Ja, der hat jetzt schon einen ganz wichtigen geschossen zum 3:0, aber eben vor kurzem ist noch 3:0 gestanden und Jakob ist die Chance auf den Ausgleich. Spielt jetzt wieder natürlich, also spielt wieder schnell an die Bande und Philipp weiß das jetzt oft, dass oft die Bande auch wieder gekommen ist und Jakob jetzt aber mit der anderen Option ins Feld. Das ist natürlich irrsinnig ungut zu verteidigen. Ja, kommt ja. Aber wieder nicht verwerten jetzt. Aber ich denke, die langen Schüsse von Snakes würde ich gerne wieder sehen von Jakob. Ja. So, Philipp jetzt wieder auf der 3, hat keinen Timeout mehr. Er muss schießen. Er kann nicht Thomas vorlassen. Macht er auch und trifft lang nach unten. Und bei dem Ball muss man jetzt auch sagen, Thomas hat super gehalten und einen großartigen Pass gespielt zum Philipp zum 4:2. Und jetzt ist natürlich Jakob unter Druck, weil wenn jetzt ein Fehler passiert, dann ist das Match genau, zu Ende. Genau, das ist ein Matchball. Das kann ist sich Matchball den Ball kontrollieren, war kein für ganz den sauberer Pass. Ins Finale. Ja. Macht das 3:4, Thomas ärgert sich, weil er noch dran war. Und jetzt, ganz wichtiger lang, Ball, sie nehmen jetzt noch einen ganz neuen Ball. Oder schaut, welcher Ball neuer ist. Und jetzt ist der Ball entweder Philipp Kutscherer und Thomas Haas ziehen ins Finale ein oder wir sehen hier im Halbfinale eine Verlängerung. Es wird, glaube ich, ein Foul angesagt. Sehr schwierige Situation, ja, muss ich sagen. Ja, ich glaube, der Jakob hat ihn leicht berührt. Philipp hat noch versucht, ihn wegzuschlagen. Okay. Jetzt wird natürlich schon argumentiert. Vielleicht glaubst du einigen sich auf 5? Ja, klar. Das war auch mein Gedanke, dass wir dann einen. Hätte ich, glaube ich, als Spieler auch gemacht. Ich kann es jetzt nicht. Okay. Ja, sie einigen sich auf 5, weil sie meinen, okay, es war Ablenkung. Auch nochmal der Handshake, sehr fair. Aber dennoch, Jakob jetzt die Chance, uns hier eine Verlängerung zu bescheren. Ja, die Mittequote war ja auch wieder vollkommen in Ordnung. Und ich glaube, wenn er einen langen vorne geschossen hat, dann war der auch eigentlich die Quote recht gut. Ja, ich, also. Ja, sehr schöner die Mittequote. Pass. So, und jetzt? Ich würde jetzt wirklich. Nein, nimmt das zweite Timeout, ja. Ja. Jetzt sind die Timeouts weg und wir haben potenziell eine Verlängerung. Und in dieser Verlängerung hat nachher kein Team ein Timeout mehr. Es ist nicht wie in anderen Sportarten, dass vielleicht in einer Verlängerung nachher noch ein Timeout dazu gibt oder zwei. Beim Tischfußball bleiben auch im letzten Satz die zwei Timeouts pro Team, egal, auch wenn es bis zum 8:7 geht. Ja, ich muss sagen, die Spannung, also in dem Raum, man merkt auch bei den Zuschauern, auch die schnaufen durch, Zuschauer springen nervös auf und ab. Also wirklich, da, man merkt da richtig im Raum ja, die Energie. Das wird da übertragen von den Spielern. Aber auch sehr interessanter Input aus dem Chat. Dominik Wodke hat das mitgestoppt und diesmal war es 15 Sekunden auf der 3. Vorher, zuvor waren es 13 Sekunden, 17 okay. Sekunden. Ja, dann hat er so. Und die Chance auf den Ausgleich. Genau, Jakob. Geht's in die Verlängerung oder nicht? Er hat sich jetzt sicher was überlegt im Timeout, was er macht. Er hat sich einen genauen Plan. Schießt ihn auch wieder leicht schräg dazwischen. War offensichtlich keine Absicht, weil er hat sich entschuldigt. Und wir haben die Verlängerung ohne Timeouts. Ich bin sehr gespannt. Ich auch. Jetzt gilt ja 2 Unterschied bis maximal 8. Also genau. Der vorlegt, das ist ein Riesenvorteil auch schon. Definitiv. Zum Betrug. Ja, weil wenn man einfach vorne ist, auch in der Verlängerung, man hat einfach immer das gute, oder der Gegner hat immer das ungute Gefühl, wenn ein Fehler und das Spiel ist vorbei. Und der Marco hat jetzt die Chance, wenn er aufs lange Schliff, aber er hat ihn gelockt, schaut, der Thomas ist hingefahren, er hat ihm, er wollte das ihn macht gehen. Der Thomas richtig gut und er fährt nicht nur hin, sondern er behält sich auch den Ball. So. Gut gehalten von Thomas. Ja, das hätte bei einer schwächeren Verteidigung wäre das ein Glücksfall geworden, aber für Thomas überhaupt kein Problem, den zu clearen. Es ist wirklich auch die Anspannung. Jetzt liegt in der Luft im ganzen Raum. Spieler, die auf den Tisch nicht hinsehen, schauen auch gebannt bei uns auf dem Bildschirm. Und da ist das Tor für Marco. Ich habe es angekündigt, sehr früh. Und jetzt Matchball, der erste Matchball für Jakob und Marco. Und natürlich der Druck für Philipp auf der 5 jetzt unglaublich. Marco kriegt den Ball wieder. Was sagst du? Noch einer? Jetzt traue ich mir nichts mehr sagen.
glaube, jetzt kommt ein guter Pass. Probiert den Pass, ja, aber Jakob hat ihn auf der 5 und das ist absolut gut, wenn der Verteidiger das macht. So, kann Thomas nochmal antworten, auch mit einem Tor von hinten vielleicht? Ja, tatsächlich. Wir haben ein 5:5. Und keine Thermos mehr. Ja, nur jetzt Jakob mit der Chance in Führung zu gehen, aus eigener Kraft, mit einem guten Pass und einem guten Schuss. Ja. Wir merken, es ist ein Verteidigerspiel geworden. Die Stürmer doch beide ein bisschen fehleranfällig jetzt in der Verlängerung, was ich aber auch verstehe. Die zittern auch in jeder Verlängerung die Hände. Guter Block von Philipp, aber auch sensationell wieder zurückgefahren von Marco und ein traumhafter Pass jetzt von Marco. Da schlagen sie auch ein. Jakob weiß, wie wichtig das ist, dass er jetzt gefüttert wurde. Großartiger Safe von Thomas und Jakob hat dann in der Schussbewegung angeschlagen. Thomas war genau mit der Figur dran. Gibt es auch keine Diskussion. Natürlich kriegt der Thomas dann den Ball zurück. Ja, ohne. Also er weiß das auch, der Jakob. Passiert ihm manchmal. Man nimmt einfach das Risiko mit der Retourbewegung und wenn der Torwart dort steht, dann weiß man auch, dass das ein Foul war. Genau, das ist vor allem bei dem, wenn das Snake nach oben geht. Aber wunderschöner Pass. Wunderschöner Pass. Und Philipp mit den schnellen Geraden. Es war eigentlich, hat so ausgeschaut, es wäre kein Platz, aber geht sich dazwischen noch aus. Und Jakob weiß jetzt wieder ein Fehler und das Spiel ist vorbei. Naja, damit von 5:4 zu 5:6? Ja. 6:5, ja. Und die Chance wieder auf 6:6 und dann. Und jetzt wissen wir, dass es bis 8 geht, also maximal noch 3 Bälle. Ich könnte dem Spiel noch ewig zuschauen und ich glaube, wir kommen jetzt auch bald auf die 100 Zuschauer, 92, ich verstehe, weil es so spannend ist. Und jetzt natürlich der Ball des 6:6 nochmal wichtiger, weil man dann auf jeden Fall 2 noch hat und es ja nur bis 8 geht. Das heißt, man hat dann auf jeden Fall noch eine Auflage zum Match und die sichert sich der Philipp jetzt auch. Also selbst auch wenn der Jakob jetzt Macht hat, der Philipp weiß, er hat bei 7:7 die Auflage auf jeden Fall schon sicher. Da wird ein Foul gecallt. Wieder ein Foul. Philipp war schon näher dran an dem Pass, jetzt aber noch nicht ganz. Die Chance zum Ausgleich. Ja, und dann, wenn der jetzt drinnen ist, dann wissen wir, der nächste Ball entscheidet. Ja, und der Haare ist drinnen über die Figur. Letzter Ball. Weil dann ist 17 Schuss. Also jetzt wird. Ja, das ist halt. Schwierig. Du sagst, 17 Timer ist scheiße. Das ist richtig scheiße. Okay. Jetzt wird diskutiert. So, ich glaube. Jetzt der Ball. Es ging jetzt darum, ob sich der Jakob. Ein Pseudo- zu lange. Timeout. Ob er sich zu lange Zeit gelassen hat oder nicht. Ich sehe das ein bisschen als Pseudo-Timeout, weißt du, im 7:7 jetzt nochmal durchschnaufen können, das dem Stürmer nicht, die Zeit geben, weil der Philipp ist ja überhaupt nicht involviert in die Diskussion. Der kann das, siehst du? Also, beide einigen sich jetzt ein bisschen. Dass sie kurz, jetzt motivieren sie sich natürlich nochmal. Jakob wird jetzt alles tun, ja, der alles damit er irgendwie Ball blockt. Ich sage immer, zur Not den Tisch zerreißen. Wer kommt ins Doppelfinale bei den Vienna Open 2? Philipp hat den Ball schon, verliert ihn, kriegt ihn nochmal und hat jetzt die Chance zum. Probiert wieder den schnellen Geraden. So billig gibt er ihn nicht. Ja. Macht viel Druck eigentlich, aber Marco, pass auf. So, hat Marco noch was im Bett, was er sich auch anschaut, hat überlegt. Geht da an die Stange. Sensationell reagiert von Thomas. Auch von Marco jetzt. Und Jakob kommt dann auf die 3. Jakob hat die Chance. Hat jetzt die Chance. So. Lass dich Zeit. Und er macht's nach unten. Eine großartige Partie. Was für ein Spiel. Richtig hin und schönes her Finale. Und her und hin. Beide hätten sich's verdient. Ja. Aber es kann nur einen ins Finale einziehen. Ja. Gibt es auch Applaus? War jetzt. Ja. Genau. Ja. Es wird noch kurz darüber gesprochen. Ja, natürlich sind jetzt auch die Emotionen da. Genau, kurz nach aber so einem Spiel.
Das ist Dominik, in 2 Minuten vergessen. Wodke schreibt jetzt auch im Chat, 12 Sekunden waren es. Danke auch fürs Mitstoppen zu Hause. Ja. 12 Sekunden, ja, das ist eigentlich gar nicht das so ist, knapp. Das ist noch locker ein Heim von 15. Voll, ja. Das sind 80% des Verbrauchs sozusagen. So. Ja, wir haben einen Finalist. Also 12 Sekunden wurde im Chat gesagt. Ja. Ja, Thomas, ich kann mich nur anschließen. Unglaublich tolles Match. Und wir haben jetzt den Finalisten, Jakob Heinrichsberger und Marco Patrick Niedermeier. Und ich sage, Dominik, danke fürs Kommentieren. Ja, ich sage auch danke. Ich glaube, ich würde gerne auch noch ganz kurz mit den beiden Siegern ganz kurz plaudern. Ja. Und ich verabschiede mich dabei und vielleicht sehen wir uns später wieder. Ja. Ja, richtig super Spiel. War schön zu kommentieren. Wir sind übrigens gerade live. Kriege nicht gerade genug. Marco? Ja, ich glaube, der wäre gegangen. Ja. Ja, was wollt ihr sagen nach dem Match? Also ich muss euch da jetzt so ein Statement holen. Ihr wollt euch vielleicht aufs Finale vorbereiten, aber nach so einem Match, also das hat sich wie ein Finale angefühlt. Zuschauerzahlen fast dreistellig, unser Rekord. Jakob, wie fühlst du dich? Super? Ich hätte auch gerne eine Pause, okay. Also es war, also ich habe mental einen richtigen Hänger drinnen gehabt. Da waren sie dann noch 3-1 oder 3-0 vorne im letzten Satz. Und ja, Marco hat mich gut zurückgeholt. Wir spielen das erste Mal gemeinsam, ist halt echt geil. Das ist so ein bisschen aus der Not herausgeboren, weil mir mein Partner abgesagt hat, dass er krank geworden ist. Ja, ist ein Zufallsdoppel. Ja, ein Zufallsdoppel. Notfallplan bei beide, wobei natürlich jeweils hoffe ich, wir zufrieden waren. Und das Match war jetzt einfach dem Sinn Wahnsinn, weil ich hasse Schub. Das spielt den besten Schub. Das ist so geil, wie wir uns da. Aber wie ich mir halbwegs der Wert habe. Wir haben es ganz gut gesteckt. Spur mehr geschossen wie ich, aber. Mega, mega cool. Ich habe ihm leider keinen Schub zurückgegeben, weil er hat ja einen Zug getroffen, war brutal. Ja. Nein, aber du hast auch den wichtigen gemacht dann am Ende. Ja. Ja. Ich halte euch auch gar nicht länger auf. Gratulation, bereitet euch gut aufs Finale vor. Das Damenfinale wird jetzt gespielt. Vorher, das heißt, wir haben Pause. Genau, das heißt, ihr habt jetzt gut Zeit, euch vorzubereiten. Erholt euch gut und wir wollen wieder so ein Klasse-Spiel. 8-7 im 5. Satz wünschen sich die Zuschauer. Ja, von mir aus kann es auch ein bisschen anders sein. Ja, also okay für mich. Viel Erfolg. Danke.